Hi und herzlich willkommen wieder bei meinem Fashion Blog. Heute mit drei kleinen Tipps. Und zwar, wie bekomme ich Make-up-Flecken raus, wie binde ich eine Krawatte und wie bastle ich mir Manschettenknöpfe. Make-up-Flecken sind hässlich und lästig. Wie kriegt man die am besten weg? Mit einem Weizenbrötchen oder mit einer Scheibe Toast, was du zu Hause hast. So, das Brötchen teilt ihr einfach durch zwei. Und ihr seht, dass es wie ein Radiergummi den Fleck beseitigt. Der Fleck ist weg. Warum? Durch die Kartoffelstärke. Sie könnt es auch mal mit einer Kartoffel versuchen. Das habe ich noch nicht gemacht, nur mit Toast oder mit dem Weizenbrötchen. Viel Spaß dabei. Manschettenknöpfe sind manchmal teuer. Und wenn ihr die nicht zu Hause habt, aber leider ein Manschettenhemdknopf habt und ihr Manschettenknöpfe braucht, dann basteln wir uns am besten welche. Wir brauchen dafür vier Knöpfe. Ich habe jetzt nur zwei. Sie sehen auch schön aus, sind Gold. Wir brauchen vier Knöpfe. Ich habe jetzt nur zwei. Und Hutgummi oder irgendein elastisches Material, was ihr da habt. Und die Schere natürlich nicht vergessen. Ihr macht das dann so. Das Hutgummi hier durch. Nachdem ihr in beiden Ösen mit den Farben drin seid, macht ihr einen Knoten. So, und fertig sind eure Manschettenknöpfe. Ihr könnt es auch wählen, ob ihr es ein bisschen enger macht oder ein bisschen breiter. Kommt immer darauf an, wie groß die Manschette ist. Und damit es da nicht zu sehen ist, dieser überschüssige Faden, schneidet ihr einfach ab. Was ihr noch machen könnt, damit ihr auch sicher geht, dass es hält, ist noch ganz mit einem Tropfen Sekundenkleber fixieren. Das ist das Ergebnis und es wird keinem auffallen, dass es nur Knöpfe sind. Als nächstes der Krawattenknoten. Das kürzere Teil kommt nach unten und das längere wird komplett 360 Grad drum gewickelt. Dann kommt es in die Schlaufe. Wir reden immer noch vom längeren Teil. Und das war's. Und so wird es dann aussehen. Das war's mit dem Fashion Blog und wir sehen uns das nächste Mal mit, wie mache ich mein eigenes schönes Armband.